Der Kampf in der Luft wurde zum einen von der Qualität des Flugzeuges und zum anderen von den Fähigkeiten und dem Mut des Piloten beeinflusst. Der Luftkrieg des Zweiten Weltkrieges hatte bereits Jahre zuvor auf den Reißbrettern der Flugzeugingenieure und Militärs begonnen. Ihre Visionen und Vorstellungen von den technischen Möglichkeiten wurden in Laboratorien, Versuchswerkstätten und von Testfliegern tausendfach durchgespielt. In den 20er und 30er Jahren wurden nicht nur zahlreiche Erprobungen mit See- und Trägerflugzeugen durchgeführt, es entstanden nun auch konkrete Einsatzkonzepte innerhalb der taktischen und strategischen Führung von Kampfgruppen und Flottenteilen. Das trägergestützte Kampfflugzeug war zu einem ernstzunehmenden Faktor überseeischer Kriegsführung herangewachsen. Während des Zweiten Weltkrieges traten die Flugzeugträger nicht nur aus dem Schatten der bis dahin vorherrschenden Schlachtschiffe heraus. Sie wurden aufgrund ihrer Erfolge zu den alles beherrschenden Großkampfschiffen der Neuzeit. Das Flugzeug hatte sich den Schlachtschiffen gegenüber eindeutig als überlegen erwiesen. Die Zeit der gegeneinander kämpfenden Schlachtschiffflotten gehörte damit endgültig der Vergangenheit an. Von nun an bekämpften sich Trägerkampfgruppen auf den Weltmeeren. Die rasante technologische Entwicklung der Flugzeuge machten ihre Einsatzmöglichkeiten schon bald wetterunabhängig. Auch spielt es längst keine Rolle mehr, ob die Starts und Landungen bei Tag oder Nacht erfolgen. Durch die zunehmende Kampfkraft der Flugzeuge stiegen auch die Flugzeugträger in ihrer militärischen und politischen Bedeutung. Schon beim Aufbau der deutschen Luftwaffe sah man keinen Nutzen in der Organisierung eines flächendeckenden, unabhängigen, unterschiedslosen Bombenkriegs gegen zivile Einrichtungen. Selbst die Übergangsidee, Deutschland durch eine Großbomberflotte während der Wiederaufrüstungszeit gegen machtgierige Nachbarn zu schützen, fand keinen Anklang. In der Heeresleitung sah man in der Luftwaffe von Anfang an ein probates Mittel der Unterstützung für das Heer an den Landfronten. Als kontinentale Macht in der Mittellage Europas stehend, waren nun einmal die Heeresverbände die Einheiten, die die Grenzsicherung und den Schutz des Reiches vor ausländischen Aggressoren in der Hauptlast zu tragen und zu organisieren hatten. Aber auch in der Luftwaffe selbst sah man keinen Sinn in einer kostspieligen Material- und personalaufwendigen riesigen Bomberflotte. Ihr militärischer Nutzen wurde als gering eingeschätzt und keinesfalls kriegsentscheidend. Unterstützt wurde diese Denkweise durch die negativen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges mit seinen folgenlosen Zeppelin- und Riesenbomberangriffen auf England, die absolut kein Ergebnis brachten. Als man aber ab dem Sommer 1917 Kampfflugzeuge zur Nahkampfunterstützung der Infanterie mit gutem Erfolg einsetzte, wurde sehr schnell klar, welche enormen taktischen und strategischen Vorteile im Zusammenwirken der verschiedenen Waffen liegen können. Schon im Jahre 1936 war zudem vorhersehbar, dass die Jagdflugzeuge den Bombern hinsichtlich Geschwindigkeit in jedem Fall deutlich überlegen sein würden. Die Verwundbarkeit der großen Maschinen in der Luft gegen zum Beispiel Angriffe feindlicher Jäger war ein weiteres Kriterium, das gegen die Einführung einer Bomberflotte sprach. In Deutschland ging daher die Entwicklung zur Planung und zum Bau von mittleren, zumeist zweimotorigen Bombenflugzeugen, die gegen militärische Ziele örtlich begrenzt eingesetzt werden sollten. Zu ihren möglichen Zielen gehörten die Nachschubwege eines Gegners, militärisch genutzte Fabrikanlagen, Bahnhöfe, Eisenbahnknotenpunkte, Häfen,
Kriegsschiffe aller Art und größere Truppenansammlungen. Für den Einsatz gegen Wohngebiete waren sie weder konzipiert noch geeignet. Ausschlaggebend für die Entwicklung und den Bau von offensiven Kampf- und Jagdflugzeugen war die klare Vorstellung, dass einer möglichen Luftgefährdung des eigenen Landes nur durch eine auch zu offensiven Gegenmaßnahmen fähige Luftwaffe begegnen konnte. Eine offensive Kampfführung im Feindgebiet anzustreben war unerlässlich, wollte man nicht den Luftkrieg über dem eigenen Land führen müssen. Die Luftwaffe wurde in ihrer Hauptaufgabe als taktisches und strategisches Kampfmittel des Heeres gesehen und verstanden und demnach, was die Flugzeugtypen betrifft, auch ausgerüstet. Neben einer leistungsstarken Jagdfliegerwaffe mit dem Standardjäger Me-109, deren Hauptaufgabe vor allem im Schutz der eigenen Kampffliegerverbände bestand, kamen auch verschiedene Kampfgeschwader mit Ju-87 Stukas, Ju-88, Me-110 und anderen Typen zur Aufstellung. Die Bomberwaffe wurde im Wesentlichen mit dem zweimotorigen Bomber He-111 abgedeckt. Die Luftverteidigung des eigenen Landes spielte bei diesen Überlegungen leider nur eine sekundäre Rolle und wurde vernachlässigt. Der Gedanke einer selbstständigen strategischen Luftverteidigung durch Jäger wurde erst gegen Kriegsende erkannt und zu spät organisiert. Weder die Produktionskapazitäten reichten aus, noch standen in ausreichender Zahl gut ausgebildete Jagdflieger zur Verfügung, die die in großer Zahl in das Reich einfliegenden alliierten Bomberströme aufhalten hätten können. Die Versäumnisse hinsichtlich der Reichsluftverteidigung rächten sich jetzt und waren selbst mit größten Anstrengungen nicht mehr aufzuholen. Die deutsche Luftkriegsdoktrin kannten drei Hauptaufgaben für die Luftstreitkräfte. Erste und immerwährende war der Kampf gegen die feindliche Luftwaffe, um die eigenen vitalen Zentren zu schützen und die Operationsfähigkeit vor allem zu Lande, aber auch zur See zu gewährleisten. An zweiter Stelle folgte das Eingreifen in die Operationen und Kampfhandlungen, vor allem zu Lande. Im Blickfeld stand hier der sogenannte operative Luftkrieg, also die unmittelbare Unterstützung der Heeresverbände aus der Luft. Die dritte große Aufgabe war der Kampf gegen die Kraftquellen eines Gegners. Hier stand die Bekämpfung kriegswichtiger Industrien und verkehrstechnischer Knotenpunkte aller Art im Fokus. Für diesen Zweck sah man die Kampffliegerstaffeln vor. Neben speziell entwickelten Flugzeugmustern zur Punktzielbekämpfung, Ju-87, Ju-88, sah man hier auch ein Einsatzfeld für die mittleren Bomber He-111, wenn es sich um etwas größerflächigere Ziele handelte.
1. September 1939. Die deutsche Luftwaffe greift polnisches Territorium an und führt damit zum ersten Mal in der Luftkriegsgeschichte den Erstschlag. Durch einen ausschließlich nach taktischen Gesichtspunkten ausgerichteten Angriffsplan gelingt es der Luftwaffe, alle wichtigen militärischen Punkte der Polen zu zerstören. Ihre Flugzeuge werden noch vor dem Start am Boden überrascht und nahezu vollkommen vernichtet. Wo immer sich feindliche Truppenansammlungen oder Kräfte des Gegners konzentrieren, schlagen die Ju-87 die Breschen in die Reihen des Gegners. Die deutsche Luftwaffe beherrscht von Anfang an den Luftraum über Polen. Unter dem wirksamen Schutz eigener Jagdfliegerverbände können die Kampfgeschwader der Luftwaffe im taktischen Zusammenspiel mit den schnell vorrückenden Heeresverbänden alle polnischen Aktionen bereits im Ansatz zunichte machen. Bereits nach den ersten Kriegswochen erhielt der Stuka den Spitznamen Fliegende Artillerie. Die Sturzflugbremsen der Ju-87 erzeugten während eines Angriffes ein charakteristisches, heulendes und angsteinflößendes Geräusch, das durch eine Sirene unter dem Bauch der Maschine noch verstärkt wurde. Die psychologische Wirkung auf die Gegner war ungemein groß. Häufig flohen polnische und später sowjetische Soldaten aus ihren Stellungen, wenn sie das Heulen der Stukas vernahmen. Sommer 1940. Das Deutsche Reich befindet sich in einer entscheidenden Phase des Krieges mit Großbritannien. Die politischen Spannungen zwischen Japan und den USA nehmen ständig zu. Die Ausweitung der Konflikte zum Weltkrieg steht bevor. August 1940. Das deutsche Oberkommando nannte diesen Termin Adlertag. Es war der Beginn der Luftkriegsoffensive gegen England. Der taktische Auftrag der Luftwaffe lautete, die britischen Jäger auf ihren Flugplätzen überraschend anzugreifen und möglichst am Boden zu zerstören. Des Weiteren sollten Radar- und Industrieanlagen bekämpft werden.
Die Me 109 sollte dabei die britischen Hurricane und Spitfire in Luftkämpfe verwickeln und so den Weg für die Bomber und Stukas freihalten. Die Briten ihrerseits griffen aber nur die Kampfflugzeuge an, ohne sich mit den überlegenen Me 109 einzulassen. Am 15. August um 11 Uhr erfassen die britischen Radarstationen einen anfliegenden deutschen Kampfverband über dem Ärmelkanal. Nur 30 Minuten später überqueren Stukas in Begleitung von Me 109 die Küste von Dover. Gleichzeitig dringen aus der deutschen Bucht kommend drei große Verbände deutscher Kampfflugzeuge in den britischen Luftraum ein. Aus dem Gebiet der dänischen Inseln kommt zusätzlich ein Verband U-88 ohne Begleitschutz. Dies war der Beginn der Luftschlacht um England. Die Junkers U-88 war eine Weiterentwicklung der U-87, des Stuka. Der Mittelstreckenbomber mit der Geschwindigkeit eines Jagdflugzeuges bildete das Rückgrat der deutschen Kampfflugzeuge. Die an sich geniale U-88 hatte aber leider keine Heckverteidigung, das heißt, sie konnte sich gegen Angriffe von hinten nicht wehren. Das machte der Maschine im Kampf mit schnellen Jägern schwer zu schaffen und gefährdete die U-88 bei Einsätzen ohne eigenen Begleitschutz. Bei Luftkämpfen in großer Höhe setzten häufig die Vergasemotoren der Spitfire und Hurricane aus. Die Einspritzmotoren der Me 109 hingegen nicht. Dies bescherte den deutschen Jägern einen enormen Vorteil. In den meisten Luftkämpfen blieben sie deshalb Sieger. Die Me 109 standen aufgrund ihrer geringen Reichweite immer vor der Alternative, entweder bei den eigenen Bombern als Schutz zu bleiben oder sich auf den Luftkampf mit den Briten einzulassen. Beides konnten sie nicht. Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, beging nun einen schweren taktischen Fehler. Er ordnete an, dass die Jäger bei den tiefliegenden Bombern bleiben müssen. Dadurch verloren die Me 109 ihren entscheidenden Höhenvorteil gegenüber den britischen Jägern. Ein technisches Problem der 109 war ihr Fahrwerk. Die Maschine hatte nicht nur die Tendenz, beim Start auf die Nase zu fallen, sie war auch schwierig beim Landeanflug zu manövrieren. In den ersten beiden Kriegsjahren gingen allein 1500 Me 109 bei Start und Landung zu Bruch. Während der Luftschlacht um England hatte die Royal Air Force einen entscheidenden Vorteil. Abgeschossene Piloten gingen sofort wieder in die Stützpunkte und erhielten ein neues Flugzeug. Die deutschen Flieger hingegen konnten nicht ersetzt werden, sie gingen in Kriegsgefangenschaft. Außerdem verfügten die Briten über zwei unterschiedliche Jägertypen. Die relativ einfach zu fliegende Hurricane diente zunächst zum Anlernen neuer Piloten. Später wurde dann auf die bessere, aber auch schwieriger zu fliegende Spitfire umgestiegen. Durch die unsinnige Anordnung von Göring konnten die Me 109 ihre überlegenen Fähigkeiten nicht ausnutzen. Den britischen Jägern gelang es daher, die deutschen Bomber von ihren militärischen Zielen abzudrängen. Danach beging die deutsche Führung ihren nächsten, noch schwereren Fehler. Die Bomber wurden nun gegen London und andere englische Städte eingesetzt. Diese aus militärischer Sicht völlig sinnlosen Angriffe führten nicht nur zu hohen auszehrenden Verlusten, sie stärkten auch noch den Durchhaltewillen der englischen Zivilbevölkerung. Am 17. September 1940 wurde von Adolf Hitler die Operation Seelöwe aufgrund zu hoher Verluste auf einen unbestimmten Termin verschoben. Nach der dreimonatigen Schlacht hatte die Luftwaffe 1733 und die Royal Air Force 915 Maschinen verloren. Acht Monate später, am 10. Mai 1941, greift die Luftwaffe zum letzten Mal London mit 507 Bombern an. Dieser Angriff ist bereits ein Ablenkungsmanöver für den bevorstehenden deutschen Präventivschlag gegen die Sowjetunion und dient nicht mehr den Vorbereitungen zu einer deutschen Invasion an der Südküste Englands. Die meisten der beteiligten Maschinen werden bereits kurz nach dem Angriff in ihre Bereitstellungsräume an der Ostfront verlegt. Der Blitz über London, so wurde dieser letzte Angriff genannt, hat keine militärische, sondern nur eine rein taktische Grundlage.